Seid gegrüßt, Freunde. Heute erzähle ich eine Geschichte, die auf wahren Begebenheiten beruht. Sie spielt im Jahr 1979 in einer der brutalsten Institutionen der Welt in Pretoria, wo zwei Freunde versuchen zu überleben. Ich freue mich darauf, in den Kommentaren zu erfahren, was ihr von dem Film haltet. Viel Spaß beim Anschauen! Zwei Freiheitskämpfer namens Tim und Steven protestieren mitten auf einer belebten Straße. Für diesen Streich verdienen sie hohe Gefängnisstrafen und werden als politische Gefangene in eines der strengsten Gefängnisse Pretorias geschickt. Dort sollen die Jungen nach dem Programm des Staates reformiert werden. In der Haft zu schmachten, ist jedoch nicht ihr Artikel. Ihnen ist klar, dass sie nicht mit einer Strafminderung rechnen können, und schon am ersten Tag in der Anstalt beginnen sie mit der Vorbereitung ihres Fluchtplans. Aber die Ausarbeitung eines Plans ist nur der Anfang, denn er muss noch umgesetzt werden. Schließlich hat die Sondereinrichtung 6 Meter hohe Mauern, ist von Stacheldraht umgeben, hat helle Scheinwerfer und bewaffnete Wachen, die aus jedem Gefangenen ein Sieb machen wollen. Die Zelle ist ein Betongewölbe mit einem Raster von 10 x 50 cm und alle unterirdischen Gänge in alle Richtungen führen zurück zum Gefängnis, mit Ausnahme einer Wand. Diese Wand blickt auf eine Wohnstraße, die den Haupteingang der Einrichtung darstellt. Ein Gefangener namens Leonardo schließt sich ihrem waghalsigen Plan an, doch mit der Zeit stößt eine ganze Gruppe von Gefangenen zu der Bande, die aufgrund politischer Anschuldigungen zur Verrottung in Pretoria verurteilt wurden. Tim hat eine Idee, misst die Tiefe des Schlosses und beschließt, mit den Werkzeugen aus der Werkstatt, in der sie arbeiten, eine Schlüssel aus Holz anzufertigen. Er erzählt Leonardo davon, aber der Mann sagt, er sei einfach verrückt, denn Schlüssel seien aus gutem Grund aus Eisen. Aber Tim ist sich sicher, dass es klappen wird, wenn er das Holz richtig bearbeitet. Aber dann wird die Aufgabe schwieriger, denn man muss wissen, welche Schlüssel benötigt werden, denn es gibt keine Möglichkeit, sie auch nur für einen Moment zu nehmen. Also findet Tim den einfachsten Weg, er sieht sich die Schlüssel jeden Tag und bei jeder Gelegenheit an und merkt sich ihre Topographie. Es war gar nicht so schwer, einen Schlüssel in der Werkstatt anzufertigen, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Als nächstes muss der Schlüssel aus der Werkstatt geschafft werden und Tim wickelt den abmontierten Schlüssel in ein Tuch und versteckt ihn im Boden einer Teekanne. Als die Wachen nachsehen, finden sie nichts, also funktioniert der Trick. Noch in derselben Nacht stellt er den Schlüssel fertig und öffnet die Tür seiner Zelle, aber als nächstes muss er die zweite Tür des Zellenblocks öffnen. Aber das wird keine leichte Aufgabe für unseren Helden sein, denn er muss nicht nur einen sehr komplizierten Schlüssel anfertigen, sondern ihn auch in das Schlüsseldach auf der anderen Seite der 7 cm dicken Eisentür stecken. Tim sieht sich die Schlüssel der Wachen an und macht einen neuen. Und bald testet er ihn, und der Held schafft es, das Schloss zu drehen. Es funktioniert, aber leider ist der Schlüssel abgebrochen und das Schloss lässt sich nicht zurücksetzen, und die Gruppe von Flüchtlingen lässt es so stehen. Aber zu ihrem Glück denkt der Gefängnisdirektor, dass er vergessen hat, das Schloss zurückzustellen, und niemand wird bestraft. Aber jetzt muss Tim einen neuen Schlüssel anfertigen und herausfinden, wie er den Schlüssel von der Rückseite der Tür einführen kann. Leonardo sagt, er habe eine Schnurspelle und könne die Schnur um die Kammer ziehen, sie um den Schlüssel binden und ihn in das Schlüsselloch stecken. Die Idee ist zwar gut, aber sie funktioniert nicht, denn man muss den Schlüssel nicht nur in das Schlüsselloch stecken, sondern ihn auch mehrmals im Schloss drehen, und der Schlüssel ist aus Holz, das nur eine Kopie des Metallschlüssels ist. Man darf auch nicht vergessen, dass sich alles im strengsten Gefängnis des Landes abspielt und ein wachsamer Wärter Verdacht schöpft, als er hört, wie sich die Gefangenen über die Fäden unterhalten, aber die Figuren kommen aus der Situation heraus. Und dann sieht Tim einen gewöhnlichen Mob, der in jeder Putzkammer zu finden ist. Dieser Mob wird zu einem der Schlüssel zum Erfolg, denn der Held erfindet eine Vorrichtung, mit der sich der Schlüssel, der an der Stange am Ende des Mobs befestigt ist, drehen lässt. Für die Sicherheit des Gefängnisses dient das Gerät als Aufhängung an der Wand, und niemand wird Verdacht schöpfen. Mit ein wenig Witz sind beide Türen offen, und nach einer Weile öffnet Tim auch eine dritte Tür. Doch die Gruppe der Prairie-Flüchtlinge gerät allmählich in Unordnung, und sie beginnen, den Plan in Frage zu stellen, da sie nicht wissen, wie viele Türen sie noch öffnen müssen, um in die Freiheit zu gelangen. Und abgesehen von diesem Problem wissen sie auch nicht, was sie in der Freiheit tun sollen, wohin sie gehen und wo sie angemessene Kleidung finden sollen. Unser Held löscht die Meuterei und versichert ihnen, dass sie 33 Türen öffnen können, wenn sie 3 öffnen können. Tim geht zu einem schwarzen Mann, und mit seiner Hilfe gelingt es ihnen, aus den Lumpen, die sie als Lumpen verwenden, passende Kleidung und Hüte zu finden. Aus dem restlichen Müll werden Schaufensterpöppen gebastelt, die wie ein schlafender Mann unter einer Decke aussehen sollen.
Tim erfährt aus der Zeitung einen Plan der Umgebung dieser Einrichtung. Nun beginnt eine Gruppe von Flüchtlingen, jede Nacht Streifzüge zu unternehmen und sich immer weiter wegzuschleichen, um immer mehr Türen zu öffnen. Eines Nachts werden sie bei einem dieser Streifzüge fast von den Wächtern erwischt. Sie müssen sich in einer Abstellkammer verstecken, in der kaum Platz für eine Person ist, aber Tim und Leonardo verstecken sich darin vor einem Wachmann, der seine Runde macht und nur einen Meter an ihnen vorbeiläuft. Sie müssen die knarrende Tür der Vorratskammer jedoch mit den Fingerspitzen festhalten, und es gibt nichts, womit man die Tür festhalten könnte. Die Tage vergehen, und eines Tages findet der Sicherheitschef bei einer weiteren Inspektion ein Stück Schlüssel in Tims Besitz, aber der Held schafft es, ihn durch reines Glück zu verwirren und sagt ihm, es sei ein Bilderrahmen. Nach all diesen Ereignissen leidet unser Held unter schrecklichen Panikattacken, die ihn nachts wach halten. Durch die Aktivitäten der Gruppe von Gefangenen wird das ganze Gefängnis zu ihrem persönlichen Versteck, Bücherregale, Ritzen in den Wänden, Eimer mit Waschpulver, sie alle werden zu Verstecken für Schlüssel. So haben sie in den letzten Monaten bereits 39 Schlüssel für 15 Türen in verschiedenen Teilen des Gefängnisses angefertigt. Mehr als 100 Mal sind sie von ihren Zellen durch den Korridor zum Kontrollpunkt gegangen und wurden nicht erwischt. Und Tim beschließt zu fliehen, und genau in diesem Moment will der Gefängnisdirektor, der seine Runde durch das Gefängnis macht, die Toilette benutzen, und es ist an diesem Tag, dass die Toilette verstopft ist, was nur mit einem Werkzeug gereinigt werden kann, das sich in genau dem Schrank befindet, in dem sie sich vor dem Wärter verstecken müssen. Auf der Suche nach dem Pümpel lässt der Wärter eine vorbereitete Büroklammer fallen, mit der die Tür von innen verschlossen werden kann. Die Gruppe geht nach unten, aber Tim wusste nicht, dass es zuvor einen Wachmann in der Speisekammer gab und dass er zurückkommen würde, um das Werkzeug in die Speisekammer zu legen. Sie geraten in eine Situation, in der sie die Tür wieder mit ihren Fingern festhalten müssen. Sie werden jedoch von einem der Gefangenen gerettet, der durch einen Kurzschluss alle Lichter ausschaltet und nach dem Aufseher ruft. Und Tim und seine Freunde machen sich weiter auf den Weg und gehen durch jede Tür bis zur letzten, und es ist diese Tür und nur noch ein paar Meter bis zum Tor, das sie von der begehrten Freiheit trennt. Tim dachte, dass irgendein Schlüssel ins Schloss passen würde, wie schon bei anderen Gelegenheiten, aber jetzt passt kein einziger Schlüssel. Sie geraten in Panik und denken bereits daran, in die Zellen zurückzukehren. Doch Leonardo wollte so sehr frei sein, dass er den Türpfosten einfach mit einem Meißel auf das Verriegelungselement einschlug. Dann öffnet die Gruppe die Tür und verlässt das Gebäude durch das Haupttor, das noch offen war. Dann bezahlten sie den Taxifahrer und flüchteten in eine unbekannte Richtung. Der Erfolg der Flucht wurde dadurch begünstigt, dass einer der Gefangenen den Aufseher mit seinem Gerede abgelenkt hatte. Bald fiel das Regime und unsere drei Helden wurden freigesprochen. Die von Tim angefertigten Schlüssel haben nicht überlebt, da sie sofort entsorgt wurden, aber der Meißel, mit dem er den Türpfosten herausgemeißelt hat, befindet sich noch immer in Tims Werkstatt und wird von ihm bis heute als Werkzeug benutzt. Nach ihrer Flucht über Mosambik und Tansania reisten sie nach London, wo sie ihren Aktivismus fortsetzten. Das Regime in Südafrika fiel erst 1994, 15 Jahre nach ihrer Flucht. Das ist das Ende des Films. Wenn Ihnen der Film gefällt, unterstützen Sie ihn bitte, indem Sie ihn liken. Danke, dass ihr alle zugeschaut habt. Schreibt in die Kommentare, was ihr von der Geschichte haltet, und wir sehen uns in den nächsten Videos.